Stadtrat, 8 Monate seit der Wahl sind vorbei. Sie haben nämlich etliches ins Leben gerufen, was die politische Kultur in Waidhofen betrifft. Ich denke da, es gibt jetzt Bürgerstammtische, es gibt auch, was die Finanzen betrifft, ein Zusammenrücken. Wie hat sich das entwickelt aus Ihrer Sicht und hat das auch positive Seiten? Ja, also ich denke, das kann man ohne Übertreibung behaupten, es hat sich bis jetzt sehr positiv entwickelt. Es geht auch einfach darum, die Waidhofenerinnen und Waidhofener erwarten ja, dass für unsere Stadt hier gearbeitet wird, und diesen Auftrag haben wir einfach ernst genommen, haben natürlich auch auf die geänderten Verhältnisse nach der Gemeinderatswahl hier Rücksicht genommen und eine neue, das kann man auch durchaus so sagen, eine neue Kultur des Zusammenarbeitens hier entwickelt. War das schwierig in Ihren Kreisen? Das muss man ja auch lernen. Das muss man lernen. Das ist keine Frage, das müssten aber alle lernen. Das mussten alle 40 Gemeinderäte hier mit dieser Situation erst einmal umgehen können, dass man hier andere Wege geht. Und das hat sehr viel mit Vertrauensbildung zu tun. Das hat damit zu tun, dass man etwas, das man bisher gewohnt war, vielleicht auch über Bord wirft, dass man sich Gedanken darüber macht, dass man auch immer wieder sich zurücklehnt und auch nachdenkt, wie fasst der andere, die andere das auf, sodass man hier wirklich einfach eine vertrauensvolle Basis schärft, auf der sich dann natürlich auch gut arbeiten lässt. Thema, Stichwort Bürgerstammtische. Die haben sich in der letzten Zeit etabliert. Die Nachfrage ist noch nicht so groß, aber man blickt hoffnungsvoll in die Zukunft, dass sich auch hier der Bürger mehr einbringt. Ganz kurz ein paar Worte dazu. Das Resümee, das man ziehen kann, ist ein zwiespältiges. Einerseits, wie bereits erwähnt, wir würden uns natürlich auch wünschen, dass das eine stärkere Nachfrage hier auch herrscht von Seiten derer, die es letztendlich betrifft. Denn wir hören ja immer wieder, wir würden gern mitarbeiten, wir würden uns gern einbringen, und dann kommt dann manchmal auch der Vorwurf von der Politik, aber man lässt uns nicht. Und das haben wir einfach versucht zu entkräften, daher diese Bürgerstammtische. Es ist auch die Qualität durchaus unterschiedlich. Wir wissen die Themen im Vorhinein nicht, die hier am Tisch liegen, aber gerade das macht es dann letztendlich lebendig, macht es abwechslungsreich, und wir versuchen trotzdem auch die Themen aufzugreifen, zu erledigen und auch hier Rückmeldungen zu geben, sodass letztendlich, wenn es auch ein kleines Schneeballsystem ist, durch diesen direkten Kontakt auch wirklich hier das Positive weitergetragen wird, dass man beim nächsten Mal vielleicht wieder ein paar Leute mehr hat. Und wir wollen einfach jetzt einmal quer durch die Regionen in Waidhofen unsere Tour machen. Da werden wir auch nicht aufhören davon, da lassen wir uns nicht abbringen. Und die Leute, die dabei waren, die waren durchaus positiv. Und da sind ja manche dabei, die schon mehrmals auch hier gekommen sind. Stimmt, ja, ich durfte mich auch dazu zählen. Interessant war auch, dass bei diesen Stammtischen jedes Mal das Wort transparent aufgetaucht ist. Jetzt wissen wir mittlerweile, dass in Waidhofen die Gemeinderatssitzungen auch live übertragen werden im Internet. Aber jetzt ist es mittlerweile so, dass sehr wohl auch wichtige Dinge, so wie eben Finanzangelegenheiten im außerordentlichen Teil behandelt werden. Da fehlt wieder die Transparenz. Ja. Man muss hier, glaube ich, zwei Dinge unterscheiden. Dieser nicht öffentliche Teil, wenn hier Themen in ihm behandelt werden, dann hat das einen guten Grund. Das sind einerseits Personalangelegenheiten, da sind wir nach dem Stadtrechtsorganisationsgesetz verpflichtet, das im nicht öffentlichen Teil zu behandeln. Und das angesprochene Thema mit dem Swap, das ist ganz einfach auch in den Verhandlungen mit der Bank, mit der wir hier in Verbindung waren, denn diese Verbindung ist ja mittlerweile aufgelöst, da ist einfach in den Vertragsverhandlungen hier die Auflage gekommen, dass hier Stillschweigen behalten wird, und damit muss man das ganz einfach auch in den nicht öffentlichen Teil geben. Also da würde sich die Katze in den Schwanz beißen, wenn man sagt, man vereinbart hier ein dementsprechendes Schweigen und macht das aber gleichzeitig im öffentlichen Teil. Also das ist einfach eine Konsequenz einer gewissen Logik. Wir hätten ja, und das möchte ich auch dazu sagen, man hätte diese Vereinbarung ablehnen können, dann wäre die Sache natürlich anders ausgegangen. Aber nachdem man diese Vereinbarung zugestimmt hat, hat man auch zugestimmt, dass das hier im nicht öffentlichen Teil kommt. Und manchmal gibt es einfach auch Themen, die grundsätzlich heikel sind. Also man muss immer dazu sagen, da ist nichts dabei, wo man sagt, ja, um Gottes Willen, das darf niemand erfahren. Aber es gibt auch in Unternehmen manchmal Dinge, die einfach
wenn ich so nennen darf, der Unternehmensführung obliegen. Und genauso sehe ich das auch in der Gemeinde, dass es hier Themen gibt, die dem Gemeinderat wirklich ganz intensiv hier zugesprochen werden, wo sich er damit auseinandersetzen muss, wo er sagt, das wäre mir aber auch lieber, wenn das, was wir hier diskutieren, in diesem Kreis hier bleibt. Und das muss man, glaube ich, auch verstehen. Aber ich sehe es nicht so, dass es hier Themen wären, wo man hier etwas vertuscht, erstens einmal, oder wo man wirklich hier sich aufs Glatteis begeben würde und sagt, ja, da breiten wir den dunklen Mantel des Schweigens darüber. Es gibt ja demnächst auch eine neue Gesetzgebung im Finanzbereich, Stichwort Spekulationsverbot. Betrifft das Waidhofen oder nicht? Wir sind in Waidhofen derzeit nicht mehr davon betroffen. Wir hatten diesen unglückseligen Swap, den wir mittlerweile hier einen Vergleich geschlossen haben, den wir also beendet haben. Was wir noch gemacht haben, das ist eine Absicherung. Wir haben wie viele andere Gemeinden auch variable Zinsen und wir haben einen Teil unserer Verbindlichkeiten hier abgesichert gegen steigende Zinsen, also praktisch auf einen Fixzinssatz hier umgetauscht. Das ist das Einzige, was wir gemacht haben. Das ist, glaube ich, auch durchaus sinnvoll, weil wir uns bewusst waren, und man kann nie vorhersagen, wie sich die Zinslandschaft wirklich entwickelt. Und ich glaube, das ist auch kaufmännisch sehr, sehr sorgfältig, wenn man hier für einen gewissen Teil eine Obergrenze einzieht, dass man einfach hier auch eine Sicherheit hat. Ansonsten sind wir davon nicht mehr betroffen. Jetzt sind Sie ja nicht nur Finanzstadtrat, sondern auch Kulturstadtrat. Es hat ja auch Umstrukturierungen innerhalb des Waidhofener Kulturbetriebs gegeben. Wie sind Ihre Perspektiven, beziehungsweise haben Sie Umstellungen oder auch neue Strukturierungen vor, was die Kultur betrifft? Wir haben hier jetzt einmal grundsätzlich befinden wir uns in einem Prozess, wo wir gerade den Bereich Kultur, Tourismus, aber auch das Thema Innenstadt mit den Themen Handeln und Wohnen fokussieren wollen, noch einmal nachschärfen wollen. Das ist dieser Markenprozess, den wir gerade gestartet haben, wo wir versuchen, uns wirklich auf diese drei Säulen zu konzentrieren, denn dort ist für die Stadt auch Wertschöpfung drinnen. Und da wird natürlich auch, wird es natürlich auch darum gehen, jetzt speziell im Bereich Kultur, das Angebot, das wir haben, zu durchforsten, zu schauen, wo haben wir Stärken, wo haben wir Schwächen. Und ich würde da hier wirklich dafür plädieren, dass wir uns auf die Stärken wirklich konzentrieren und da im Umfeld noch schauen, wie können wir die noch weiter ausbauen. Ich denke hier einfach daran, wir haben zumindest zwei Festivals, Hochkulturfestivals, da muss es uns einfach gelingen, hier wirklich eine Wertschöpfung nicht nur durch den Kauf der Eintrittskarte zu haben, sondern dass man hier wirklich Pakete macht, dass die Leute hier bleiben, dass sie länger hier nächtigen. Das ist ein Anspruch, den wir uns stellen wollen. Wir wollen aber auch nicht vergessen, auf das, was eigentlich diese Stadt ausmacht, nämlich das ist durchaus auch das ländliche Umfeld. Wir haben mit unseren Ortsteilen in den im Musikbereich wirklich hier ausgesprochene Kapazunder und Leute, die also absolute Koryphäen hier sind. Und auch hier, das ist etwas, da sind wir authentisch und ich glaube, das ist das, worauf man sich besinnen muss. Wo hat man seine Stärke, wo ist man authentisch und das auch noch stärker in den Vordergrund hier zu rücken. Also eine gute Mischung einfach auch zu finden. Und das Dritte ist, das ist schon ein Anliegen, das werden wir heuer noch nicht machen, denn das bedarf durchaus einiger Planung. Es wäre mir ein Anliegen, gerade wieder einmal darauf aufmerksam zu machen, welche großen Talente Waidhofen eigentlich überhaupt hat, die vielleicht die Stadt schon verlassen haben, die anderweitig wo tätig sind, die vielleicht noch nicht so den großen Sprung geschafft haben wie der Günter Kreuzberg, aber die einfach wirklich in verschiedensten Orchestern tätig sind, die Engagements haben, an Hochschulen unterrichten, dass man hier vielleicht einmal einen Waidhofen-Block installiert, wo man auf das hier wirklich aufmerksam macht. Herr Stadtrat, ich bedanke mich für das Gespräch. Bitte sehr.